Okay, ich bin bei dem Spiel nicht ganz sicher, ob wir das schon mal irgendwo gespielt haben. Das heißt Evil, ich habe schon 15 Spiele gespielt, die Evil heißen. Das Spiel sieht genauso aus wie alle Spiele, die ich gespielt habe. Und das Monster in dem Spiel haben wir schon 1000 andere Spiele gesehen. Aber ist mir völlig egal, wir machen jetzt ein neues Spiel. I don't care. Was? Loading takes 1 to 5 minutes. Ich glaube, die haben nicht gelogen. Es dauert wirklich 20 Minuten oder so, bis es hier fertig geladen hat. Großartig. Ein bisschen Energy. Es wird heute eine lange Nacht. Oh. 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 Loading ist weg. Das ist aber interessant. Aha. Oh. 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 Okay. Ich glaube, dieses Spiel ist doch besser, als ich dachte. Hier aufstehen. Ich finde es. Ich kann nicht aufstehen, das ist einfach das ganze Spiel jetzt. Was soll ich denn? Was willst du von mir? Oh, der zweite Schlag. Der zweite Tag, wo ich an Schlaflosigkeit leide. Steh vielleicht auf. Was? Ich fühle, heute wartet auf mich spaßige Nacht. Wie willst du auch schlafen, wenn du da so liegst? Okay, ja. Kann ich einfach hier in dem Zimmer drin bleiben, nicht einfach schlafen? Ich meine, ich bin jetzt seit 5 Minuten jetzt anscheinend nicht viel. Oh Gott, ich kann sprinten. Holy shit. Was ist das? Warum haben die Leute in Horrorgames immer so unglaublich beschissen designte Häuser? Jetzt mal ganz ehrlich. Allein der fucking Flur ist größer als meine Wohnung. Von da bis da hinten. Das ist riesig. Du musst in deiner Wohnung rumsprinten. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Ah, das sind natürlich noch mehrere Etagen. Ah, klar. Das ist eine absolut normale Überwachungskameras in der Wohnung. Das ist normal. Das ist natürlich überhaupt nichts Komisches. Ach, hier kommst du rein, klar. Und hier hast du absolut gar nichts hängen. Und dann 3 Paar Schuhe. Und deine Brüste, die halt hier sind. Klar, vor allem in sowas schläft man auch. Ich glaube, ich spiele fast das komplette Spiel so. Ah, okay. Oh, das war echt gruselig. Das ist wirklich gruselig, Mensch. Oh Mann, ich hab echt Angst vor dem, was hier noch kommen wird. Jesus Christ. Also, dein Innenarchitekt gehört sowas von verfucken verprügelt. Das Ding ist nicht mehr texturiert. Das sieht super scheiße aus. Das sieht voll kacke aus. Warum sind überall Türen, die du nicht rein kannst? Ich mag deine Wohnung nicht. Die kriegt kein gutes Rating bei MTV Cribs. Kriegt vielleicht ein 3 von 10. Da kann ich rein? Da bin ich von hier gekommen. Ich glaube, ich bin von hier. Ja, von hier bin ich gekommen. Vor allem ist das einzige Zimmer in der ganzen Wohnung. Warum ist da schon wieder eine Kamera? Was geht ab mit dir? Ach klar, einen Stock weiter oben gibt es natürlich auch noch. Ist zu dunkel. Dann machst du Licht an. Dann machst du Licht an. Mir wurde nie erlaubt, da reinzugehen, weil ich muss auf die Dinger drauf drücken. Need enable light. What? Dein Ernst? Ich kann die Türen aufmachen, aber ich muss immer genau auf die... Was ist das für ein Arschlochspiel? Du beschissenes Arschlochspiel. Okay, ich kann also die Türen aufmachen, aber ich muss wirklich genau da drauf drücken. Dann geht's. Zu. Fuck off. Was ist hiermit? Da dürfte ich nicht rein, ne? In den Dämonenraum, klar. Weil der ist auch schlimm und gruselig. Ja, hier rein? Need... Weißt du, du kannst die Tür aufmachen und dann... Whatever. Ah, hier ist die Dusche, klar, das ist Duschraum. Da ist nur die Dusche drin, sonst nichts. Was ist das hier überhaupt? Ist das eine Sauna? Du hast eine... Oh mein Gott, der klopft an die Tür, die zu ist. Parents returned? Achso, das ist ja nicht nur deine eigene Wohnung, stimmt, hier sind ja alle. Das macht fucking Sinn. Okay, schauen wir mal. Kann ich gerade durchgucken? Hey, wer ist da? Au, das war laut. Was? In seinen Vaters Zimmer habe ich Zugang zu den Kameras. Okay, wo ist das Zimmer vom Dad? Ist das hier? Need enable light. Okay. Ah nee, das ist... Oh mein Gott. Wie reich bist du? Du Arschloch. Was geht ab mit dir? Was hast du für eine Wohnung? Ist hier vielleicht? Ist das Zimmer vom Vater? Ich schätze nicht. Das ist einfach das Schlafzimmer. Warum sind beide Schlafzimmer direkt nebeneinander? Lass ich einfach mal an, diese Stromverschwendung. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz genau. Hast du richtig gehört. Kann ich das nicht anmachen? Nein, das geht natürlich nicht an. Das einzige Licht, was nicht angeht. Klar. Warum? Okay, dann schätze ich mal hier irgendwo hier unten. Hier hinten sind noch tausende Räume. Vielleicht hier. Okay, erstmal Licht anmachen, ne? Nein? Geht auch so. Jesus. Oh Gott. Okay, hi. Willst du vielleicht ein Schwert mitnehmen?
Ich kann nichts sehen, zu dunkel draußen. Korrekt. Ey, das ist... Ich bin nicht hungrig, Gorenje. Was ist das für ein Layout? Warum sieht das so seltsam aus? Kann ich das Messer mitnehmen als Waffe? Nein. Was ist das für ein Ding? Ach, das ist... Ah, okay. Da stehen einfach Sachen drin. Kann ich das aufmachen? Okay. Guck ich mal eine von 8000 anderen Räumen. Vielleicht ist hier irgendwas drin. Das ist Sexzimmer. Fick dieses Spiel! Okay, gut, das Spiel spielt so weiter. Weil fick dich! Alter! Das war das beschissenste Geräusch, was ich jemals gehört habe in irgendeinem Spiel. Alter, war das laut! Ist das nicht dein Ernst, Mann? Ach du Kacke, hat richtig wehgetan. Okay. Es ist ein Arschlochspiel, ich merke schon. Absolutes Arschlochspiel. Ja, ich brauche einen Schlüssel für, klar. Fick dich. Ah, ich habe Kopfschmerzen jetzt. Ach du Kacke. War das laut? Ich habe es vielleicht mal für euch nochmal 30 Mal leiser gemacht. Das ist das Fahrradzimmer. Fick dich. Fick dich. Okay. Ist hier irgendwas? Das ist... Aua, es tut weh. Okay, hier ist auch absolut gar nichts. Ich bin gerade sehr froh, dass ich das Ding nicht mehr auf dem Kopf habe, weil ich glaube, es war sehr laut gerade. Und ich habe es zum Glück nicht mitbekommen. Du Drecks-Arschloch-Scheißspiel. Heilige Kacke. Oh, okay, ich spiele einfach so weiter. Ich glaube, ich mute jetzt einfach das Video, damit ihr überhaupt nichts hört, weil das ist sehr laut. Alles. Ist hier noch irgendwas drin? Ah, ne, das ist natürlich zu. Ja, wo soll ich denn jetzt... Wie ist das? Fick dich. Ist hier noch was? Ah. Zimmer meiner Eltern. Das ist das Zimmer deiner Eltern. Ist da irgendwas Lautes? Why does it not work? Es funktioniert doch. Also, na okay, nicht so, wie du es erwartest. Ich muss das nicht öffnen. Willst du vielleicht trotzdem nachgucken? Was ist das für ein Buch? Klar. Was macht dieses Buch hier? Steht halt rum. Ah! Cool. Ich hab einen Key. Ich habe echt gehofft, ich finde den nicht. Ich habe echt gehofft, ich finde den nicht, dann muss ich das Spiel nicht mehr weiterspielen. Weil es mit... Dann halt komm. Wo, welche Tür war das? An die war ich ganz hinten, ne? Ich glaube, es war die hier. Nee, war gar keine. Wo war denn? Ach nee, auf der Seite ganz hinten in der Ecke. Warum hast du so viele Zimmer? Kannst du nicht auf eine kleinere Wohnung haben, dann wäre das Spiel schneller vorbei. Hier, die war es, ne? Was ist hier cooles drin? Zeig mal, komm. Wow, interessant. Ach, das ist klar. Okay, gut. Was kann ich auf den Kameras sehen? Oh, Jesus. Okay, was? Irgendwas? Cams. Das kann ich natürlich anklicken. Okay, komm, dann zeig mal Kameras. Ey, mir sind die Kameras egal. Ich will die gar nicht sehen. Ist irgendwo ein Jumpscare? Irgendwo wird das ein sauberer Jumpscare sein, oder? Kommt hier irgendwo was? Wie viele fucking viele Kameras hast du bitte? Wiederholen die sich? Hä, hey, wiederholen sich sowas von. Okay, kann ich jetzt raus? Bringt mir das irgendwas? Ich komme nicht mehr raus. Ah doch, hinter mir. Nein. Ich gehe in die Küche und trinke eine Pille. Klar. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Mach das. Hier, komm, geh in die Küche und trink eine Pille. Bring dich um. Hier ist keine Pille in der Küche, das ist gelogen. Vielleicht im Kühlschrank? Nein. Ich bin nicht hungrig. Nichts Interessantes. Ja, wo sind denn deine... Bist du behindert? Dann trink doch eine... Ah, hier. Nein? Doch da oben, oder? Sieht aus wie Pillen. Wie wär's, wenn du eine Pille trinkst? Das Wasser anmachen oder so? Ist genau drauf? Nein. Das willst du nichts von mir. Sind das... Das sind... Wie viele Millionen Pillen hast du? Heilige Kacke. Du bist sowas von Selbstmord gefährdet. Ach du Scheiße. Kann ich jetzt einen davon trinken? Ich bin nicht hungrig. Cool. Nimm nur einfach ein Glas Wasser oder so. Bist du... Okay, ich gehe einfach mal davon aus, ich habe jetzt eine Pille getrunken und gehe jetzt weg. Keine Ahnung. Vielleicht soll ich jetzt schlafen gehen? Ich gehe einfach mal schlafen. Gute Nacht. Nein. Ich habe irgendwie vielleicht irgendwo das Spiel mir sagt, was ich tun soll. Ich habe keine fucking Ahnung. Ich habe keine fucking Ahnung. Ey, fuck. Ey, ich versuche 20 Minuten oder so gefühlt hier irgendwie was zu trinken oder eine Pille zu nehmen.
Vielleicht habe ich es auch schon gemacht und ich habe es nicht gehört, weil ich keinen Sound höre. Aber selbst wenn, dann soll mir das Spieler wenigstens sagen, was ich als nächstes machen soll. Ey, fuck it! Okay. Möglicherweise vertraue ich den Spielen jetzt ein bisschen mehr und ziehe die Kopfhörer wieder an. Vielleicht ist das eine schlechte Idee, ich weiß das noch nicht, aber wir starten einfach mal ein Spiel, das ist Grizzly Valley. Das ist schon ein relativ altes Spiel und ich bin anscheinend hier irgendwo in einem Tal und da ist ein Bär und der Bär will uns töten. Das ist das Ende des Spiels eigentlich im Prinzip. Und wir haben halt, ich glaube, keinen, was war das? Und keinen Sprit mehr. Ein paar Stunden vorher. Sieht gar nicht so kacke aus, muss ich sagen. Kann ich was machen? Kann ich mit dem Wagen fahren? Bist du bereit rauszugehen? Keine Ahnung. Bin nicht bereit? Soll ich vorher irgendwas einsammeln oder so? Ich weiß ja nicht. Sag mir das Spiel. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ein Gewehr wäre gut. Ja. Klar. Klar. Ja, nehm ich alles mit. Alles gut. Alles sehr gut zum Mitnehmen. Noch mehr Munition. Okay, nehme ich einfach alles mit, was ich. What the fuck? Warum so ein komisches Geräusch wie mein. Ach, scheiß drauf. Was brauche ich für Munition hierfür? Das ist die falsche. Dann würde ich das gern zerstören. Ich brauche Shotgun-Ammo. Warum mache ich die. Was ist das da? Ist auch Revolver, oder? Das ist auch Revolver. Gut, ich brauche Munition für eine Schrotflinte. Vielleicht lege ich die aus irgendeinem Grund irgendwo anders hin als mit anderen Sachen. Das würde Sinn ergeben. Vielleicht verstecke ich einfach meine ganze Munition überall random. Ah, hier ist mein Revolver. Fuck, ich den vielleicht mal. Gut. Mein Revolver. Das ist der. Hier ist eine Taschenlampe. Sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Die wiegt nicht so viel. Kann ich einfach einen Rucksack mitnehmen oder so? Kann ich ein bisschen mehr Gewicht tragen. Weil alles in Händen tragen ist halt nicht so unbedingt das Smarteste. Ah. Munition für mein Gewehr. Großartig. Sehr gemütliches Bett. Ist hier was drin? Nein. Großartig. Es ist Hand-Wiki. Sehr gut. Telefon kann ich mitnehmen? Hello, Mike. Shut the fuck up. Ja, ich bin immer noch zu Hause. Nope, nope, nope. Kann ich den Burger mitnehmen? Kann ich die Cola mitnehmen? Kann ich die Maus mitnehmen? Ich kann nichts hier mitnehmen. Was? Ein Scheiß. Okay. Dann brauche ich noch ein bisschen die ganze Munition, die ich jetzt noch mitnehmen kann, sollte ich jetzt auch mitnehmen. Ich habe jetzt beide Waffen dabei. Was zum Heilen. Okay, das Spiel ist gefühlt ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Was? Gunpowder? Hä? Okay, wenn ich das habe, wollen Tiere weniger mich angreifen anscheinend, weil das irgendwie ein bisschen weglockt von uns. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich jagen will, weil dann sollten die eher zu uns hingehen, aber hey. Okay, ich kann nicht mehr tragen. Weißt du was? Ich glaube, ich brauche nichts zum Heilen, weil Heilen ist für Pussys. Fick den Scheiß. Puder brauche ich auch nicht, ich will sie nämlich zu uns hinkommen. Wir brauchen nur Munition und Waffen, das ist alles, was wir brauchen. Fuck you. Ich muss irgendwas wegwerfen. Taschenlampe wäre vielleicht gut, die zu behalten. Das ist fürs Ride. Fuck, ich muss irgendwas wegwerfen. Ich brauche einen Rucksack oder so. Es kann nicht sein, dass ich keinen Rucksack habe. Du Scheißspiel. Das kaufe ich dir nicht ab. Kann ich irgendwas in den Kofferraum machen oder so? Was ist das denn? Energy. Ah, ich finde doch bestimmt da auch noch was. Ich finde da doch bestimmt auch noch was, oder? Oder kann ich irgendwas in den Kofferraum machen oder so? Vielleicht geht das ja. Hey, Kofferraum. Oh, fuck it. Komm, scheiß drauf. Ich hab Ja gedrückt. Scheiß drauf. Ich brauche nur 6 Schuss. Die reichen bestimmt. Damit kann ich alles töten, was ich jemals töten muss. Auf jeden Fall. Absolut kein Problem. 1A. Es ist dunkel. Nehme ich mal Taschenlampe. Kann ich die benutzen, oder? Benutze ich die gerade? Kann ich meine Waffe irgendwie benutzen vielleicht? Kannst du auf die ganze dieses Scheißgeräusch machen? Das ist so lächerlich. Warum kann ich meine Waffe nicht einfach benutzen? Ah, da. Okay. Ey, scheiß auf die Taschenlampe. Willst du mich verarschen? Die ist ja komplett useless. Nehmen wir einfach mal das hier. Bleiben wir nach. Weil dafür haben wir definitiv genug Munition. Und jetzt jagen wir auf ein paar Bären. Und haben dann gewonnen. Ja, komm her, Bär. Ich ficke dich um, Bär. Wo bist du? Wo bist du, Bär? Ich möchte einen Bären jagen. Deswegen sprinte ich hier einfach durch den Wald. Da hinten kann ich looten. Okay, spielt tatsächlich atmosphärisch ganz cool. Ich meine, es ist halt ziemlicher Trash. Wahrscheinlich killt der Bär mich gleich One-Shot, weil ich sowas von ihm weggenudelt werde. Ich weiß noch nicht, warum ich mitten in der Nacht jagen gehe. Ist vielleicht nicht das Smarteste, aber hey! Das ist halt Slender-Bär. Der kommt halt nur nachts. Ich will mich einfach hier drin verstecken.
Ach, hier ist mehr Kram. Aha. Das war absolut gar nichts. Interessant. Kann ich hier von irgendwas Boden nehmen? Nein. Boah, den hier scheiße kann ich nehmen, ne? Nein? Hier ist ab. Was ist das? Okay. Kann ich das mitnehmen? Ja. Elektrisches Kabel. Kann ich hier drauf? Tatsächlich ja. Ich kann einfach von hier oben den Bären abknallen. Haben wir gewonnen oder nicht? Habe ich Munition für einen Revolver? Absolut gar keine. Großartig. Ich kann einfach hier oben warten, oder? Kommt er nicht einfach irgendwann? Kann ich einfach rein so mit der Waffe oder so? Ne, anscheinend nicht. Gut, dann rennen wir mal weiter. Kann ich hinknien? So ein bisschen. Okay. Scheiß drauf. Ich renne einfach geradeaus. Irgendwann werde ich bestimmt irgendwas finden. Ach, ich habe einen Balken mit meiner Ausdauer. Kann ich dafür Soda nehmen? Bringt mir dann was? Ah, dann wird meine Power direkt wieder aufgefüllt. Das ist logisch. Aber ich habe absolut keine Kraft mehr. Ich glaube, ich trinke eine Cola. Oh, geil. Direkt weiterrennen. Direkt weiterrennen. Das Gefühl, ich werde gleich richtig zerfleischt von den Bären. Also übertrieben zerfleischt. Ich werde alle 6 Schüsse reinballern und ich werde trotzdem einfach sterben. Da werde ich mir denken, hey, hätte ich mal mehr Munition mitgenommen und nicht weggeworfen. Das wäre cool. Die Sache ist, bringt mir nicht mal was, jetzt irgendwas zu looten, weil ich kann die Sachen eh nicht mitnehmen. Ich habe gar nicht so viel Platz. Wo ist denn dieser Bär? Na komm her, Bär. Komm her, Bär, du Problembär, Bruno. Wo bist du denn? Das ist ein Auto. Kann ich den Wagen nehmen? Ich kann mehr sprinten. Das ist schlecht. Bringt absolut gar nichts. Hier drin vielleicht ein Zombie oder so. Ne, ist einfach eine leere Hütte. Ist das Spiel random aufgebaut oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich würde einfach nur gerne den Bären finden. Ich würde gerne ein paar Himbeeren finden. Ich habe Hunger. Ich werde einfach mal weiter. Vielleicht gibt es nur einen einzigen. Monsterbär. Ah, da! Da ist er! Warum klingt meine Waffe so lächerlich kacke? Egal, ich jag ihn einfach. Da sehe ich ihn. Der rennt weg. Sehe ich ihn jetzt komplett verfolgen? Dann nehme ich halt ein bisschen Soda und renne ihm hinterher. So, renn. Renn, Motherfucker. Hier ist er doch. Da hinten. Ich war übrigens gerade am Ende der Map. Ich konnte nicht mehr weiterlaufen. So, Bär, wo bist du? Hier haben 3 Schüsse. Vielleicht reicht ja meine Plastikwaffe hier, um dich zu töten. Bestimmt. Komm her, Bärchen. Was mache ich denn, wenn ich keine Munition mehr habe? Wenn ich einfach in den Reihen sterbe? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ist das dann der Plan. Alter, wie weit ist der denn weggerannt? Ach, come on. Na gut, suchen wir dich mal. Einfach suchen. Ich habe genug PUBG gespielt, um mit dem Circle langsam in die Mitte zu gehen und nicht von der Seite weggefickt zu werden, was bestimmt gleich passieren wird. Okay, wenn ich ihn einmal abschieße, rennt er weg. Anscheinend. Wo ist er denn jetzt? Ach, come on. Bär. Komm. Mach es nicht so schwer. Schwer, Bär. Bitte, bitte sehr. Lol. Lol. Ich hab ihn gehört. Keine Ahnung von wo. Okay, da stimmt das Ende der Karte wieder. Wo bist du denn? Komm her. Ich will dich einfach nur abschlachten. Ich will dir gar nichts tun. Ich will einfach nur meine Plastikwaffe dir einmal in den Kopf schießen. Und dann rennst du weg, indem ich 3-mal abgeknallt habe. Weil ich mache anscheinend sehr viel Schaden an dir. Vielleicht brauche ich mehr Munition. Kannst du nicht einfach irgendwie einen Sniper oder sowas mitnehmen? Ich bin ein Amerikaner. Du kannst einfach alles kaufen. Alle Waffen. Du kannst so Sturmgewehr jetzt auch kaufen können. Oder Raketenwerfer. Das wäre gut gewesen. Ey, der ist hier nicht mehr. Der ist einfach weggerannt. Pussybär. Wo bist du denn? Ich bunnyhoppe hier einfach. Richtig gut. Hopp, 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 hopp. Ey, der ist halt echt nicht mehr wirklich. Der ist halt echt weg, ne? Was ist das denn für eine Jagd? Ich dachte, er jagt mich. So ein bisschen zurück. So ein bisschen Verstecken spielen. Immer abwechselnd. Dann fängt er mich und dann bin ich wieder dran. Und dann ist er einfach nicht da. Da ist so ein Kabel. Ey, das. Ich finde den halt nicht. Das ist halt. Kann ich mir eine Taschenlampe benutzen? Bringt die was? Ja, die ist voll gut. Ey, weißt du was? Ich werfe Taschenlampe weg, aber ich habe Platz für andere Sachen. Fuck den Scheiß. Kann ich damit irgendwas machen? Nö. Oh, hab ich Taschenlampe fallen gelassen. Das ist aber doof jetzt. So, dann nehme ich einfach die Waffe in die Hand und suche jetzt noch irgendwas. Mann, hier ist halt nichts. Soll ich einfach hier durchrennen? Ich suche ihn einfach. Wir sehen uns irgendwann. Aha. Autobatterie und einen Werkzeugkasten brauche ich. Wofür? Um einen Wagen wieder zum Starten zu bekommen? Wahrscheinlich schon, ne?
Ach. Oh. Okay. Wir sollen den Bären gar nicht töten, oder? Wir sollen einfach den nur mit Schüssen weglocken. Und wir müssen die Sachen finden, um das Auto wieder wegfahren zu können. Oh, das ist ja voll lame. Ich will Tiere töten. Das ist übrigens der beste Weg, um sehr viel Geld auf seinen YouTube-Videos zu bekommen. Man sagt, man will Tiere töten, weil dann wollen alle Leute ganz viel Werbung auf dein Video schalten. Bitte tut das, wenn ihr auch YouTuber seid. Vielen Dank. Ah, da ist er. Hallo, Bär. Okay, kannst du einfach herkommen? Komm her, Bär. Bärchen. Bam. Der rennt sofort weg, sobald ich einmal in die Richtung von ihm schieße. Was bist du denn für ein Bär? Du bist eine Pussy. Du bist eine Katze. Ist er da wieder? Da ist er wieder. Dann komm her. Sehr gut. Bam. Wow. Macht meine Waffe. Ist da überhaupt irgendwas drin? Ist das Schreckschussmunition oder so eine Kacke? Weil das macht keinen Schaden gefühlt. Das ist nutzlos. Der ist der Bär schon wieder. So, ich habe jetzt noch einen letzten Schuss. Und wenn der dich nicht. Was soll ich denn machen? Komm her, ich warte mal, bis er richtig nah an mir dran ist. Ich habe ihn auf 1 Meter Reichweite mit dem Gewehr ins Gesicht geschossen. Spiel bitte. Das Spiel spielt sich wie Slenderman mit dem langweiligsten Slenderman, der jemals entwickelt wurde, der einfach Angst hat, sobald du ihn anguckst und dann wegrennt. Nur halt 6 Mal. Dann hat man keine Schüsse mehr und dann denkt er sich, ja, ich sollte ihn vielleicht einfach töten. Und dann endet das Spiel halt. Oh nein, ich kann dich nicht erschießen. Weißt du was? Ich komme einfach raus. Ich schlag dich einfach. Komm her. Komm ins Gesicht. Ist der gerade von mir weggerannt? Ist der gerade von mir weggerannt, der Bär? Weißt du was? Kannst du mich einfach töten? Komm, töte mich. Was macht der denn? Komm, töte mich. Dankeschön. Gutes Spiel. Ach Gott, okay. Das ist eins der Spiele, wo ich schon direkt weiß, wenn ich den Namen sehe, dass es absolute Trash ist und ich nicht mal Bock drauf habe, das aufzunehmen. Okay, National Zombie Park, das wird. Ich kann nicht jetzt genau sagen, was das Spiel sein wird. Wir sehen unseren Charakter von oben. Das ist so Twin-Stick-Shooter heißt die meiste, wo du dich von ganz oben siehst und in alle Richtungen schießen kannst und gleichzeitig in alle Richtungen laufen kannst. Und das wird genau so ein Spiel sein. Ich fange an. Gott, ist das Spiel kacke. Okay, kann ich alles nehmen hier? Das nehme ich ja. Das ist das. Beste, klar. Okay, komm, dann. Wie viele Waffen habe ich dabei? Was ist das hier? Ich kann Munition? Doch, habe ich. Was halt? Kann ich. Ah, ich muss alles einzeln nachladen. Okay, kann ich jetzt starten? Irgendwie? Okay, let's go. Lass uns fighten. Ich bin bereit, Spiel. Im National Zombie Park. Unten rechts ist eine Karte. Ich weiß nicht mehr genau, was die bedeuten soll. Hier links soll ein Haus sein. Kann ich ins Haus reingehen? Was spiele ich hier? Was ist das für ein Spiel? Hier ist ein Haus. Kann ich hier rein? Ja, mal rein. Ich bin drin. Ich hab Machete. Wie viele Sachen habe ich wieder eingesammelt? Ich habe 15.000 Waffen. Ja, wo sind denn die Zombies? Kommt doch schon jetzt. Ich warte doch. Da kommt doch auch. Ah, du bist draußen. Cool. Cool. Okay, gut. Suchen wir nach dem nächsten Haus. Fuck my life. Ich merke gerade, ich muss alle meine Waffen einzeln nachladen. Damit es auch noch halbwegs. Ah, da ist ein Gegner. Das macht Spaß. Wow. Da habe ich auch Blut auf den. Ja, die Sache ist sogar, das ist ein Spiel, das macht sogar relativ Spaß, weil es einfach nur super kacke ist, man einfach sein Gehirn dabei ausschalten kann. Deswegen, fuck it, komm her. Ich will ein bisschen nah rankommen, dann knall ich ab. Das war ein guter Plan, oder? Zum Glück ist das Spiel in 20 FPS oder so. Batterie. Das ist nicht eine Batterie. Ist das dumm? Ist es so dumm? Traurigerweise macht das Spiel von allen Spielen, die wir heute gespielt haben, auch am meisten Spaß. So. Okay, hier kann ich raus. Warum kann ich hier raus? Das ist keine gute Idee, oder? Aus dem Park rauszugehen. Ich mach's einfach. So, wo sind die Gegner? Da ist einer. Komm her. Okay, Urlaub nach links. Das ist natürlich auch eine sehr gute Option. Mach das einfach. Sollte ich hier raus können oder ist das einfach fehlerhaft? Du kannst nicht durch. Wow. Der konnte nicht durch. Der konnte da nicht durch. Super. Ich hab das Gefühl, ich laufe gerade so ein bisschen aus der Map raus. Ich glaube, ich bin komplett außerhalb der Map, oder? Ah ne, da unten soll auch ein Haus sein. Okay. Was ist das hier? Das ist Holz. Ein Baum drin. Super. Machete, die Waffe, die Waffe. Was will ich noch für Waffen?
Okay, ich habe gar nicht mehr so viele. Das ist ein Shot. Das ist offensichtlich eine Shotgun. Hey du. Tschüss. Kann ich hier unten irgendwas looten? Ich höre, oh, komm. Ich kann hier nicht durch. Ah doch, nein. Wo ist denn... Ich hätte gerne ein Haus. Weil hier unten soll ein Haus sein. Du, genau unter mir ist ein Haus. Und ich kann hier nicht raus. Toll, danke, Spiel. Super toll. Ah, hi. Bam. Bam. Nachladen. Und bam. Au, das war laut. Wo kommen die alle her? Warum kommen jetzt einfach so viele? What the fuck? Wo kommen auf einmal 15 Milliarden Gegner her? I don't get it. Okay, einfach weiterschießen. Ein bisschen nach unten laufen. Keine Munition mehr hiermit, das war gut. Kann ich hiermit schlagen? Wow. Die Nahkampfwaffe ist einfach super stark. Ich habe also einen One-Shotten. What the fuck? Kann ich hier auch hier hinter? Nein. Schade. Aber ich kann. Das kann ich. Oh, hallo! Was bist du denn? What? Bin ah, cool. Das war. Großartiges. Oh!